Hallo allerseits, ich bin heute auf der eMove 360, eine Fachmesse für Elektromobilität, und bin hier am Stand der Firma Intech aus München beim Herrn Kerler, Matthias Kerler. Der ist Entwicklungsleiter für das technische Projekt. Hier ein Omnibus der Stadt Landshut. Der ist ein Citaro 1, erste Bauart des Citaro. Der ist, man möchte es nicht glauben, trotzdem schon 15 Jahre alt. Und der ist jetzt, das ist ein Dieselfahrzeug gewesen, top aktuelles Thema. Der ist aber schon ausrangiert. Der ist ausrangiert worden, genau, und von uns dann übernommen worden. Und wir haben ihm ein zweites Leben eingehaucht, indem wir ihm einen elektrischen Antriebsstrang verpasst haben. Haben jetzt da gut, ja, 8 Monate Entwicklung auf Hochtouren reingesteckt und haben es jetzt tatsächlich so weit geschafft, dass wir einen fahrfähigen Prototypen haben, der auch fehlerfrei wieder funktioniert. Man kann es hier im Prinzip erkennen. Wir haben ihn natürlich noch mal ein bisschen aufgehübscht. Momentan sieht man ihn seine Lebensdauer tatsächlich fast nicht an. Umgekehrt haben wir natürlich auch versucht, ein bisschen Modernisierungsmaßnahmen bei dem Fahrzeug. Gut, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal etwas genauer an. Gerne. Weil mich vor allem interessiert Batterie und so weiter. Innen drin im Führerstand wird man ja sehen, oder im Fahrersitz, da ist kein großer Unterschied. Genau, man sieht, dass man nichts sieht. Das Fahrzeug kann genauso betrieben werden, wie es vorher betrieben wurde. Das heißt, Sie können da sofort einen Fahrer hinsetzen und dieses Fahrzeug bewegen. Also keinerlei Änderungen im Armaturenbereich, nur eben ein paar neue genau. Schalter, die dann nötig genau. sind. Genau. Das ist eben anders. Was wir jetzt noch planen, was jetzt momentan noch nicht zu sehen ist, dass wir ein Zusatzdisplay integrieren, das noch Daten und ja, im Fehlerfall natürlich auch Informationen anzeigt zum neuen Antriebsstrang. Dafür ist der aktuelle Führerstand nicht konzipiert. Das momentan eingebaute Display zeigt die ganzen bisherigen Botschaften an, und was jetzt eben dazu kommt, über das neue Display sind dann die ganzen neuen Informationen. Das Ganze läuft als Pilotprojekt gemeinsam mit der Stadt Landshut momentan? Genau, richtig. Die Stadt Landshut hat uns diesen Bus quasi jetzt zur Verfügung gestellt. Und die Stadt Landshut wird dieses Fahrzeug auch Mitte nächsten Jahres wieder in den Linienbetrieb übernehmen, um quasi auch den realen Test im Linienbetrieb für uns zu übernehmen. Wie viel fährt so ein Bus in Landshut am Tag? Das hängt tatsächlich davon ab, auf welcher Linie das Fahrzeug unterwegs ist. Für uns war jetzt erstmal Zielstellung, dass wir hier ungefähr die 200 Kilometer pro Tag schaffen mit dem Fahrzeug. Und zwar auch, wenn die Heizung oder die Kühlung im Sommer bzw. im Winter dann auf Hochtouren laufen. Das heißt, dass wir nicht nur eine Busschicht, sondern wirklich einen kompletten Tag dann genau. abbilden können. Das war der Wunsch von der Stadt Landshut, hier einen sogenannten Nachtlader zu konzipieren, weil der von der Art und Weise, wie das Fahrzeug betrieben wird, mit dem Dieselfahrzeug noch am nächsten kommt. Man fährt tagsüber, nachts kommt das Fahrzeug zurück und wird dann nachgeladen. Und wo war dann der normale Dieselmotor drin? Der war wie bei allen Bussen mehr oder weniger im Heck verbaut. Das ist jetzt ein komplett niederfluriges Fahrzeug, das heißt, es war außermittig eingebaut, der Motor war quasi fahrerseitig installiert. Und dieser Raum, der hier jetzt frei geworden ist, nutzen wir quasi jetzt, um ja, unsere Batteriekapazitäten bzw. Batterieblöcke unterzubringen. Und wie viele Batterien und wie viel Batteriekapazität haben Sie an Bord? Wir haben jetzt 320 Kilowattstunden auf dem Fahrzeug installiert. Und ja, das ist genau die Menge, die man braucht, um 200 Kilometer zu realisieren. Und dann haben wir hier die Steuereinheit, oder was ist das jetzt hier, oder die Ladeelektronik, oder? Wir nennen es Battery Junction Box, das ist so eine Art Leistungsverteiler, das heißt, hier werden alle Batterieblöcke zusammengeschaltet und gleichzeitig auch ausgangsseitig, also auf der rechten Seite die ganzen orangen Kabel, werden hier die ganzen Verbraucher versorgt. Gut, und wie sieht es dann von der Leistungsbilanz aus, so ein Diesel, wie viel braucht ein Diesel normal auf 100 Kilometer und wie viele Kilowattstunden brauchen Sie bei dem Fahrzeug? Ich muss gestehen, so einen ganz genauen Wert, wie hoch der Dieselverbrauch jetzt speziell bei dem Fahrzeug war, kann ich jetzt gar nicht nennen. Stadtbus ungefähr mit diesen vielen Haltevorgängen verbraucht sicherlich so zwischen 35 und 42, 43 Liter auf 100 Kilometer. Da der Prototyp jetzt erst seit letzter Woche auch fahrfähig ist, haben wir jetzt noch keine echten Messwerte, wir haben Simulationswerte. Und da kommen wir auf knapp über eine Kilowattstunde pro Kilometer. Das heißt 100 Kilowattstunden, 110 Kilowattstunden ungefähr pro 100 Kilometer. Wenn man das umrechnet auf Gas oder auf Diesel, dann kommen wir ungefähr auf 10 Liter oder 10 Kubikmeter. Das heißt aber dann erheblich günstiger auch, was die laufenden Betriebskosten angeht. Und hier geht es nochmal weiter mit weiteren Batterien.
Genau, also der Motor, das war ein 12 Liter Dieselmotor, da war ein Automatikgetriebe dran, natürlich eine Abgasbox, die das Fahrzeug gebraucht hat. Und das hat im Prinzip den Bauraum, wir haben es ja gerade von hinten gesehen, einen Bauraum von hier bis 2,5 Meter weiter vorne, bis hierher ungefähr ausgefüllt. Und das haben wir komplett mit Batterien aufgefüllt, auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite ebenfalls nochmal 2 Batterien installiert. Das heißt, von der Reichweite her schaffen Sie dann mit den Batterien ungefähr die 200 Kilometer am Tag. Und unter guten Umständen, sprich im Frühjahr oder im Frühherbst, wenn weder Heizung noch Kühlung notwendig ist, nur eine Belüftung des Innenraums, auch entsprechend weiter dann. Das Fahrzeug selber war aber wahrscheinlich dann auch bei der Umrüstung, weil es ja 15 Jahre alt war, schon auch noch ein bisschen was am Fahrgestell und Sonstiges zu machen. Also das war jetzt sicherlich, das war ein Fahrzeug, das tatsächlich, halt, man hat es ihm angesehen, dass es im täglichen Einsatz war, im Winter wie im Sommer betrieben worden ist. Dementsprechend war natürlich die Rahmenstruktur des Fahrzeugs auch entsprechend an der einen oder anderen Stelle korrodiert. Wir haben das jetzt mal als Beweis genommen, dass es auch bei so einem alten Fahrzeug sicherlich möglich ist, ein zweites Leben quasi einzuhauchen. Mit einem entsprechenden finanziellen Aufwand, der jetzt nicht den Rahmen gesprengt hat, konnte man da entsprechend nochmal die korrodierten Stellen reparieren, das Fahrzeug nochmal wiederbeleben, sodass man jetzt auch davon ausgehen kann, dass wir durchaus nochmal 8 Jahre mit dem neuen Korrosionsschutz, den wir jetzt aufgetragen haben, durchaus nochmal 8 Jahre fahren könnten. Das heißt, also man muss hier halt dann die Investition zahlen. Was schätzen Sie, wenn Sie das öfter machen als nur einmal die Umrüstung, was man dann zahlen muss ungefähr für so eine Umrüstung? Ja. Also ein Fahrzeug, wie wir es jetzt hier stehen sehen, kostet ungefähr 300.000 Euro, wenn man es umrüsten würde. Sicherlich ein Stück weit unser Technologieträger, das heißt, die ein oder anderen Systeme sind auch redundant eingebaut, würde man eventuell nicht so bestellen, würde das Ganze dann von den Kosten ja auch erheblich reduzieren. Darüber hinaus, wir haben es ja vorher gesehen, die Batterien sind entsprechend verschaltet. Wenn ein Kunde nicht so viel Batteriekapazität benötigen würde, hätten wir auch die Möglichkeit, weniger Batteriekapazität zu installieren aufgrund des modularen Batteriesystems. Und da die Batterie die teuerste Komponente auch jetzt in diesem Fall ist, kann man da natürlich erheblich Kosten sparen, wenn man auch nur so viel Batterie installiert, wie man tatsächlich braucht. Das heißt aber, ich habe dann die Wahl, wenn ich jetzt einen 15 Jahre alten Diesel habe, entweder wegschmeißen, weil er die Abgaswerte für die Stadt hinten und vorne nicht mehr hält. Ja. Und auch mit Abgasreinigung ist wahrscheinlich schwierig, wird den so umzurüsten. Oder eben, und da muss ich einen neuen kaufen, neuer kostet wahrscheinlich 6, 7, 800.000 Euro. Ja, 600.000 Euro, so die Hausnummer und sicherlich auch mehr, wenn man entsprechend mehr Batterie bräuchte. Aber diese 600.000, 700.000 Euro hört man immer wieder, die neue Elektrobus kosten. Das ist also vom Wirtschaftlichen her auch sinnvoll, sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich, dass man das Fahrzeug sinnvoll weiter nutzt und nicht nach 15 Jahren schon verschrottet. Richtig. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Und das war, glaube ich, ein schöner Ausflug hier bei Matthias Kerler von der Firma Intech aus München, der uns hier das E-Trofit-Bus-Fahrzeug, so heißt er, glaube ich, jetzt als Konzept, als Prototyp, der jetzt schon gefahren ist, vorgestellt hat. Sie sind auch schon hier zur Messe hergefahren. Sie werden auch wieder heimfahren. Genau. Und das Fahrzeug wird eben jetzt tatsächlich dann im Einsatz sein. Genau. Bedanke mich. Danke auch.